die Familie, Rubens Eltern, seine Geschwister und auch sein Schwager haben einen Brief verfasst, den ich nun verlesen darf. Worte von Rubens Familie. Liebe Menschen, die ihr mit uns gemeinsam trauert, hier im Rosengarten, draußen vor den Leinwänden und daheim vor den Bildschirmen. Was in den letzten Tagen um uns herum passierte, diese riesige Welle der Anteilnahme, das berührt uns zutiefst. Die Solidarität mit Ruven ist mittlerweile so riesengroß, wir können es irgendwie nicht mehr begreifen. Auch sehr viele uns vollkommen unbekannte Menschen finden tröstende Worte. Wir spüren, dass wir mit dieser für uns immer noch surrealen Situation nicht alleine sind. Seitdem wir am Freitagnachmittag die Gewissheit hatten, dass Ruven es war, der am 31. Mai schwer verletzt wurde, ist unsere Welt eine andere. Seinem eigenen Kind, dem Bruder und dem Schwager, mit dem er noch am Vortag gemeinsam gekocht und fröhlich gegessen hatte, nun beim Sterben zuzusehen, das will der Verstand nicht begreifen. Aufzuwachen aus einem Albtraum, das war unsere Hoffnung, vergeblich. Wir haben Ruven die ganze Zeit begleitet, mit seinen Ärzten gehofft, die mit all ihrem Können und ihrer Erfahrung um ihn kämpften, am Ende vergebens. Den Ärzten und dem gesamten Team der Station 32-2, der Notaufnahme, den Notärzten und der Rettungsmannschaft am Tatort möchten wir hier nochmals für ihren unglaublichen Einsatz und ihren professionellen und liebevollen Umgang mit Ruven und auch mit uns von ganzem Herzen danken. Und auch vor allem seinen Kollegen, die sich vor Ort sofort beherzt um ihn kümmerten. Nach den letzten Tagen, in denen wir immer wieder glaubten, dass Ruven nur in Heidelberg in seiner Wohnung ist, wird es nun jeden Tag gewisser, dass er nicht mehr wiederkommt. Es weicht die Hoffnung der Realität. Und die tut verdammt weh. Die Wirklichkeit schlägt mit voller Wucht zu. Der Schmerz scheint greifbar zu sein. Wir fangen jetzt ganz langsam an, zu realisieren, wo er uns fehlen wird. Wenn wir bei WhatsApp schreiben, wer zum Essen kommt, wird seine Antwort fehlen. Wenn wir Dinge erleben, die wir ihm erzählen möchten oder wo wir seinen weisen Rat brauchen, keine Antwort mehr. Es werden unsere Gespräche fehlen über Gott und die Welt, und sehr oft über Politik. Seine klugen Worte, ihm war wirklich nichts Menschliches fremd. Wenn seine kleine Nichte, die so gern mit ihm spielte, immer wieder fragt, wo ist Ruven? Und wir ihr versuchen zu erklären, dass er jetzt in unserem Herzen wohnen wird. Wenn wir gemeinsam Geburtstage und Weihnachten feiern und einer nicht mehr dabei ist.
wenn am Esstisch ein Platz leer bleibt und die Gespräche mit ihm und sein Lachen fehlen werden. Die angefangene Feuerstelle in unserem Garten, wo er die Planung und die erste Arbeiten übernommen hat. Sein Esskastanienbaum, den wir zu seiner Geburt gepflanzt haben, der gerade so wunderschön geblüht hat und uns die Tränen laufen lässt, wenn wir aus dem Fenster blicken. Beim Stand-up-Paddling auf den Badeseen oder dem Neckar wird einer weniger dabei sein. Und es gibt noch so viel mehr. Ruven fehlt überall. Unser Verlust ist unbeschreiblich. Ohne Ruven fühlt sich unser Zuhause leer und still an. Wir vermissen seine Stimme, seine Wärme und seine unerschütterliche Unterstützung, die er uns allen immer bedingungslos schenkte. Wir können es uns noch nicht im geringsten vorstellen, wie schlimm es sein wird, seinen 30. Geburtstag im Dezember ohne ihn zu feiern. Ruven hat eine Lücke hinterlassen. Diese können wir nicht mehr schließen. Aber wir dürfen weiterleben und müssen mit dieser Lücke leben lernen, denn sie bleibt für immer. Ruven hat die Werte gelebt, die uns wichtig sind. Dass Familie nicht nur wichtig ist, nein, Familie ist einfach alles. Dass man sich nicht über alles viel zu viele Gedanken machen sollte. Dass man, wenn man etwas angefangen hat, das auch durchzieht, zu Ende bringt. Dass man sich nicht unterkriegen lassen soll. Dass man auf Augenhöhe diskutieren soll. Dass man Andersdenkende respektiert. Dass man sich stets klug ausdrücken soll, dass man immer die Wahrheit sagen soll, dass man dennoch auch Unbequemes ansprechen soll und dass man auch Quellen recherchieren sollte und nicht alles glaubt, was im Netz zu lesen ist. Was uns in der Trauer hilft, das ist, dass wir Ruven mit einem reinen, einem guten Gefühl das letzte Mal hier auf Erden gesehen haben, als er einfach mit einem so typischen Lachen im Gesicht "Tschüss, bis bald" gesagt hat. Und um die Hausecke zu seinem Auto gegangen ist. Ruven wollte schon immer zur Polizei. Für ihn gab es keinen Plan B. Seine Arbeit als Polizist war für ihn mehr als ein Job. Die Kollegen waren seine zweite Familie. Er hat sich nicht ein einziges Mal beschwert über Wochenendschichten und längere Arbeitszeiten. Er war mutig, er war ambitioniert und er war stets bereit, sich Herausforderungen zu stellen. Wofür? Um die Sicherheit und das Wohl seiner Mitmenschen zu gewährleisten. Ruven glaubte einfach fest daran, dass jeder Einzelne die Kraft hat, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und er lebte diese Überzeugung in allem, was er tat. Wir werden nicht nach dem Warum fragen. Darauf würden wir nämlich keine Antwort bekommen. Aber sein Tod ist ein brutales und für uns alle so herzzerreißendes Zeichen dafür, dass in unserer Gesellschaft noch so viel verändert werden muss.
Ruven hätte nicht gewollt, dass wir uns von Hass und Wut überwältigen lassen. Stattdessen hätte er uns ermutigt, seine Werte weiterzugeben und für Veränderung und Neuausrichtung zu kämpfen. Es liegt nun an uns allen, hier im Raum, im ganzen Land, und es liegt vor allem auch an der Politik, dass sich etwas ändert. Und das nicht, wenn die letzte Träne getrocknet ist, wieder alles zur normalen Tagesordnung übergeht. Wir wollen und wir dürfen seinen Tod nicht als sinnlos hinnehmen. Nur so kann Ruven die Ehre erwiesen werden, die er verdient. Durch diesen unfassbar großen Zuspruch von Menschen aus ganz Deutschland und zum Teil aus der ganzen Welt schöpfen wir die Hoffnung, dass nun politisch wohlüberlegt reagiert und gehandelt wird. In der Erinnerung und in Dankbarkeit, dass wir eine schöne, viel zu kurze, aber sehr intensive Zeit mit Ruven verbringen durften, finden wir als Familie die Stärke, weiterzuleben. In diesem Moment der Trauer sind wir dankbar für die liebevolle Unterstützung und das Mitgefühl, das wir von unseren Freunden und unserer Familie erfahren. Ruvens Leben war ein Licht, das leuchtet. Und dieses Licht soll nicht verlöschen. Ruhe in Frieden, Ruven.